Schicken Sie Infos zu Bukharov. Major Pyotr Bukharov ist der Anführer von Raven's Rock. Codename Basilisk. Er ist ein abtrünniger Ultranationalist mit einem besonderen Hass auf Amerika. Sohn des verstorbenen Vitali Bukharov, dem vermutlichen Drahtzieher hinter der Allianz mit den Verschwörern. Ghost Actual, wie war das? Hab ich dich, Ghost. Wer ist da? Der Anführer von Raven's Rock. Vielleicht hast du davon gehört. Bukharov. Ich habe ein Geschenk für dich, Nomad. Wenn du schnell genug bist, kannst du vielleicht Unschuldige vor einem grausigen Tod bewahren. Nomad, hören Sie mich? Nomad? Sie wurden überlagert. Bukharov war in der Leitung. Ich muss seinem Hinweis nachgehen. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Ich auch. Nomad out. Ja, und damit herzlich willkommen zu Episode 3 von Ghost Recon Breakpoint, die eigentlich noch vor Motherland spielt, aber weil Motherland vorher aktuell war, hatte ich das vorgezogen. Ja, so, aber jetzt zuallererst, wie wir das vorher hatten, nämlich hier bei der Story die KI-Kameraden aus, so wie es ursprünglich war, beziehungsweise ich glaube bei Episode 3 gab es die KI-Kameraden schon. Aber ja, wir machen es trotzdem alleine. Wenn wir merken, dass es zu schwer wird, dann schalten wir eben nochmal um. Das Blut des Vaters. Erreichen Sie die Wohnanlage Edric, um mehr über Bukharovs Bedrohung herauszufinden. Ja, die Episode 3 können wir in einer beliebigen Reihenfolge spielen. Und ich habe mich jetzt einfach hier für die erste Mission, für die Mitte vom Oberen entschieden. Das ist hier Pyotr Bukharov. So, dann schauen wir doch mal, was wir da hinten machen sollen. Ist leider ein kleines Stückchen. Aber da sind wir gleich. Haufen Patrouillen auf den Straßen, wenn ich das hier richtig sehe. Da hinten und da. Da oben. Eine Wachtdrohne da vorne. Was habe ich denn eigentlich für eine Klasse? Oh, ich habe gar keine Items ausgewählt. Perfekt vorbereitet. Ich spiele ja hier auf einem anderen... wie heißt's? Spielstand als Motherland. Nämlich hier, das ist der Spielstand mit den, also den wir vorher auch hatten bei der Story, wo wir die Story halt noch nicht durchgespielt haben. Hallo, Reh. So, dass wir da richtig durchgeleitet werden. Ohne ständig halt immer auf Mission wiederholen drücken zu müssen. Finden Sie die eine Geisel. Woher wissen wir jetzt, dass wir eine, dass es Geiseln gab? Hat Bukharov das eben gesagt, oder warum steht der Rasenmäherroboter auf dem Dach? Eine Geisel. Das ist ein Heli. Und ein Drohnenträger. Oder? Ja. Drohnenpilot. Da ist eine Geisel. Gibt's nur die eine? Deaktivieren Sie die erste Bombe. Da ist noch. Guck mal. Also gibt's mehr. Allerdings weiß ich jetzt ohne die Missionsbeschreibung nicht, wie viele es sind. Insgesamt. Da ist scheinbar auch noch eine. Da? Nee, das ist keine. Okay, drei, so wie es aussieht. Schauen wir noch am Strand, ob da noch... Ah, guck mal da an. Guck mal da an. So. Aber sonst sehe ich da nichts mehr, ne? Da vielleicht noch irgendwo. Drohnentyp? Okay, gut, dann entschärfen wir mal die erste. Aber zuerst machen wir die Drohne hier weg. Dürfte ja keiner mitgekriegt haben. So, wir sind Echelon. Und wir haben hier jetzt
Die Tarnung natürlich nicht, die wir uns in Motherland erspielt haben, weil es wie gesagt ein anderer Spielstand ist. Nur falls du dich irgendwann wundern solltest, warum ich die Tarnung nicht benutze. Oh oh. Haben wir eventuell Blumen? Wenn die hier vorbeikommen und die Leiche sehen, dann... Was ist das mit dem Stealth Approach? Scheiße! Wir sind schon ewig hier draußen. Wir werden nichts finden. Ich hoffe, ich finde nichts. Ich habe noch 3 Wochen übrig und dann bin ich weg. Wie weit kann ich rüber? Weit genug. Scheinbar. Mann am Boden! So, wir müssen schnell die Leichen wegschaffen. Können wir ja gerade da ins Haus legen. Dass er immer so lang braucht für alles. Einfach vom Gurtzeug nehmen und wegziehen. Fertig. Oh, da hinten kommt schon wieder die nächste Patrouille. Oh wei, oh wei. Lalalala. Und jetzt ihn noch. Schaffen wir das? Ja, könnten wir noch schaffen. Heb auf! Heb ihn doch auf, Mensch! Guckt er sich immer kurz und dann steht er wieder auf. Weil ich scheinbar nicht lang genug gedrückt habe. Oh, oh, oh. Ja, nice. Okay, das dürfen die ja nicht mitbekommen haben hier. Hier haben wir noch eine Kiste. Aber ich bleib lieber mal noch da in der Nähe. Nicht, dass die nachher noch auf den Zivilisten da reagieren, der da ein bisschen eskaliert. Das wäre schlecht. Gut, 2 Waffen und ein bisschen Blut auf dem Boden. Passiert schon mal, ne? Ist nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Der Zivilist hat sich auch beruhigt. Sehr gut. Gut, dann sind wir hier safe, denke ich. So. Hörst du das? Das ist das Geräusch, das die Stille. Nein, das ist das Geräusch, das der Tod macht. Okay. Da oben, oder? Nein, da oben ist keine. Wo war? Ach, da unten ist die, verdammt. Jetzt laufen die anderen aber da hinten rum. Ja, die sind aber noch weit genug weg. Gut. So. Hier können wir immerhin sicher sein, dass hier keine Minen liegen, glaube ich. Auch wenn hier irgendwas... Achso, dass die Bombe piepst. Wo geht's denn hier hoch? Wo ist die Treppe? Huch. Da sind wir einfach eine Stufe aufgestiegen. Auch gut. So, haben wir hier jemanden? Nee, ne? Shit. Bitte helfen Sie mir. Ja, ja. Hier ist eine Bombe. Keine Angst, ich helfe Ihnen. Halten Sie einfach still. Das ist eine Sprengfalle. Wenn ich ihn 1 Zentimeter bewege, geht die Bombe hoch. Und die Zeit läuft. Ja, dann lass mich doch mal. Ich drücke E. Aber jetzt geht's. Eben ging's nicht. Die Bombe ist entschärft. Hauen Sie ab, schnell. Du hast mein Geschenk gefunden, Nomad. Ein Andenken an meinen Vater. Die Uhr läuft. Schnell, rette die anderen und versuch nicht dabei zu sterben. Steht da dann jetzt auch, wie viele es noch sind, damit ich weiß, ob ich sie alle hab? Noch 4. Okay, wir haben alle 4 getaggt. Sehr gut.
Nehmen wir erst den da oben. Ich beantrage eine Versetzung. Und dann das ist unten doch die. Scheiße. Ich hoffe, ich finde nichts. Ich habe noch 3 Wochen übrig und dann bin ich weg. So. Da oben steht einer. Jetzt sollte ich mal noch schauen, ob da noch mehr stehen. Hier haben wir einen Schützen. Und da steht noch ein Funker. Okay, und der Schütze patrouilliert da rum. Da noch jemand? Oh Gott, ich will die Tarnung. Ich will die Tarnung haben, aber hab sie nicht. So, jetzt habe ich ein Problem. Unten die kommen, oben die kommen. Ne, oben der geht weg, gut. So. Gut. Okay, den da oben nehmen wir weg. Den da unten in den Busch und den anderen legen wir auch in den Busch, weil ich nicht hundertprozentig sicher bin, dass da niemand vorbeikommt. Und wenn es nur eine blöde Flugdrohne ist, die ich nicht gesehen habe. So. Und Nummer 3. So. Ab in den Busch mit dir. Gut. Oh. Ich hoffe, ich war noch schnell genug. Das war knapp. Und die Flugdrohne hätte die Leichen gesehen, also war das gar nicht so verkehrt. Bitte. Ein Russe hat mich bedroht. Er sagte, wenn ich mich bewege, geht die Bombe hoch. Die Bombe ist entschärft. Hauen Sie ab, schnell. So, wen nehmen wir denn jetzt als... Oh, unten will es ja nur so vorwachen. Boote hier. Wie heißen die Schrotschützen noch gleich? Brecher, gell? Ja. Brecher und normaler Schütze. Das ist ein Problem, dass der Bote hier rumläuft. Ja, das könnte ich auch, wenn ich einen Fernseher hätte. Hier bei mir ist nichts zu sehen. Ja, okay. Ich habe die gesamte Schicht überhaupt nicht gesehen. Ganz gechillt, ganz gechillt. Ich mache die Folgen hier wieder übrigens wie früher auch. Ich sitze auf einer Bombe, die hochgeht, wenn ich mich bewege. Ja. Und ich krieg einen Krampf. Ja, hat man dir nicht beigebracht, dass man Leute nicht unterbricht? ja, also eine Mission pro Folge. Hauen Sie ab, schnell. So, jetzt haben wir noch 2. Der eine am Strand und die andere Person ist wo genau? Muss mal eben nochmal schauen. Ah ne, haben wir gar nicht gepinkt. Oh, shit. Ah, hier, guck mal. Da. Okay. Gut. Da haben wir allerdings hinter der Palme die Wache. Da hinten. Ich riskiere es einfach. Angst. Oh Gott, da hinten ist auch noch der Drohnentyp. So. Schalalala. Ich bin gar nicht hier. Mein Name ist Nomad Fischer. Läuft bis jetzt erstaunlich gut. Bitte. Ein Russe hat mich bedroht. Ein bisschen stolz auf mich. Er sagte, wenn ich mich bewege, geht die Bombe hoch. Ja.
Jetzt nicht mehr. Die Bombe ist entschärft. Hauen Sie ab, schnell. Okay, und jetzt der Letzte am Strand. Vielleicht sollte ich da besser nochmal aufklären, bevor jetzt auf den letzten Drücker noch alles... Was wollen Sie? Ich hab dich gerade Ach, Alter. Die NPCs, ne? Ich meine hier. Bin ich hier safe? Kann ich hier mal kurz aufklären? Voilà, was war das denn? Okay, hier haben wir keine Wache. Wir haben oben am Parkplatz haben wir Wachen. Oben hätten wir noch Skill-Credits. Aber ich glaube nicht, dass wir die hier mit diesem Speicherstand brauchen. Genauso wenig wie die Infos hier, aber vielleicht gibt es ja noch einen Biwak. Leider nicht. Biwaks zum Schnellreisen sind hier. Das Einzige, was mich wirklich interessiert. So. Wie viel Zeit haben wir noch? 3,5 Minuten. Ich sitze auf einer Bombe, die hochgeht, wenn ich mich bewege. No Und shit, ich krieg einen Krampf. No shit, Sherlock. Die Bombe ist entschärft. Hauen Sie ab, schnell. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Was wollen Sie, Bukharov? Was ich will, Nomad. Ich will dir Gnade zeigen. Die Art von Gnade, die meinem Vater damals verwehrt wurde. Dann kämpfen Sie mit mir. Niemand sonst muss verletzt werden. Niemand wird verletzt, wenn du nach meinen Regeln spielst. Es gibt nur einen Ort, der meinen Standort verrät. Ich schicke dir die Koordinaten. Scheiße. Okay, ich spiele mit. Aber ziehen Sie sich warm an. Okay. Jetzt müssen wir immer noch das Blut des Vaters. Immer noch dieselben Missionen. Gott, oh Gott. Oder hiermit. Könnte ich mehrere auf einmal nehmen. Alter, wie viele? 5 Stück, also 2 hier, 2 da, einer da. Und mindestens 3 davon sind Thronträger. Hey, Drohnentyp, zieh dich mal um! 4. Ach du Scheiße, dann vielleicht doch damit. Ups. Ich sehe nichts hier draußen. Ich habe immerhin einen Stein im Schuh. Überraschenderweise ist nichts los. Das ist echt scheiße. Alter, wie viele Autos fahren denn hier? Sonst fährt hier nichts. Okay. So, und jetzt? Einer lebt noch. Och nö, kommt da jetzt ein Konvoi? Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich doch verarschen! Kommt da ausgerechnet jetzt ein Konvoi? Nein, Mann. So, Vollauto. Schalldämpfer ab. So, Freunde. Jetzt wird's lustig. Jetzt ist Vollauto. Wie kann der mich sehen? Ich kann ihn nicht... Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Er kann mich durchs dichteste Gras sehen. Das ist einfach die... Ja. Das altbekannte NPC-Problem. Das Sichtlinienproblem. Okay, bin ich noch verletzt oder? Nee, alles tutti. Okay, Schalldämpfer wieder drauf. Obwohl das jetzt nicht gerade in dem Moment ein scheiß Konvoi kommt. Und dieser 2 kann ich ausschalten. Der vielleicht auch. Vielleicht mache ich das aber doch wieder. Der da hinten. Ich bin ein Licht, ja. Ist da auch ein? Ja. Das Gute ist, dass man die Drohnen auch einfach schicken kann, wenn da ein Gegner ist, den man nicht unbedingt sieht. Also der hat jetzt eine Drohne, oder? Jetzt hat er eine. Wir müssen hier ganz... Ah.
Oh, hallo. Vielleicht sind hier Eindringlinge. Noch einer. Da. Okay, das war's jetzt aber, oder? Was ist da hinten? Ach, ein Mini-Checkpoint. Okay. Ein Beobachtungsposten. So, was soll das? Das waren Bukharovs Männer. Ich muss alles absuchen, um die versprochenen Infos zu finden. Alles klar. Oder wir rennen einfach zum Missionsmarker, den wir hier ja aktiviert haben. Bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir das vorher auch hatten. Schon so lange her. Fuck, hier ist nichts Interessantes drauf. Bukharov spielt mit mir. Hm? Gefallen dir die Geschenke? Ich hätte nicht gedacht, dass du überlebst. Aber ich habe noch eine letzte Prüfung für dich. Die Geiseln hängen an einer Bombe mit Zeitzünder. Wenn du das überlebst, bist du würdig, gegen mich zu kämpfen. Bukharov überwacht mich genau. Er muss in der Nähe sein. Ich kann das auf meine Art machen, aber wenn ich gesehen werde, sind die Geiseln tot. Oder ich spiele mit, um die Geiseln zu schützen und verschaffe Bukharov Zeit, seine Chancen gegen mich zu verbessern. Bleak Hill ist Bukharov. Hier werden mir die Missionsziele nach wie vor nicht angezeigt. Tja, dann... Upsala, nein. Karte zu. Ich fahre jetzt einfach. So, was sollen wir tun? Geiseln retten und dadurch eventuell Bukharov genug Zeit geben, sich zu verschanzen. Oder Bukharovs Stealth ausschalten. Oh, guck mal, die Mission. So, ich parke jetzt erstmal hier und guck mir. Kommen die oder sind die jetzt gechillt? Nein, die kommen. Okay. Stirb doch endlich, Mann! Gut, es reicht. So. Was haben wir hier? Die Frage ist, ist das hier der Standort von Bukharov oder der Standort der Geiseln? Befreien, also sind das hier Geiselstandort. Frage ist, wo sind der Geisel? Und da wäre ein Heli, mit dem wir dann zu Bukharov fliegen könnten, theoretisch. Keine Ahnung, wo hier Geiseln sein sollen. Hä? Bin doch da richtig, oder? Muss zuerst den Standort erreichen, ne? Stimmt. Wer ist denn da wieder on High Alert? Hab doch gar nichts gemacht. So, drei Geiseln nur, okay. Dann nehmen wir zuerst die Geiseln und dann Bukharov. Da drin? Okay. Die sind jetzt nicht alle in Häusern, oder? Hier oben vielleicht? Nee. Da? Ja, tatsächlich. Da drin? Nee. Da. Wieder ein Konvoi. Ah, hier. Guck mal da. Drei Stück haben wir. Dann fliegen wir einfach hier aus der Richtung von diesem Wasserturm-Dingens einmal quer durchs Lager. Ohne entdeckt zu werden, natürlich. So. Ich frage mich, ob man die Lieutenants hier, also den Bukharov in dem Fall gerade hier, ob man die auch kann gefangen nehmen oder ob man die wirklich nur töten kann.
Das ist eine Falle. Ich habe so eine Angst. Ich will nicht, dass irgendjemand stirbt. Die Bombe ist entschärft. Hauen Sie ab, schnell. Wer verdammt sind Sie? Ich bin der, der dich gerade gerettet hat, du Honk. Das wäre wirklich was, was ich mir wünschen würde, dass es gefixt wird. Allein schon für die Immersion. Denk dran, deine Funkausrüstung zu überprüfen. Wenn du mich nicht wegen Verstärkung anfunken kannst, ist sie ziemlich nutzlos. Werde ich tun, danke. Denk an die stündlichen Funkmeldungen. Hey! Ausführliches Protokoll. Kein Problem. Ich habe die Macht. Ich kann ihn schweben lassen. Das kann ich hier allerdings nicht mehr runter auch, Mann. Hast du dich je gefragt, ob man wirklich melden muss, dass es zum Melden gibt? Das ist wohl so eine existenzielle Frage. Wie, wenn ein Baum im Wald umfällt und so. Ist da noch einer drin? Ich lasse ihn jetzt einfach liegen. Ich lasse die einfach alle liegen. Wir werden eh nicht entdeckt. Mein Wort in Gottes Ohr. Soll ich den nehmen oder nicht? Ein bisschen Angst. Schritte. Die Bombe ist entschärft. Hauen Sie ab, schnell. Da waren Schritte. Da. Oh shit. Alter Falter. Okay, gut. Der ist noch der eine da hinten. Und dann haben wir die Geiseln. Und Bukharov hat sich wahrscheinlich schön verschanzt dann, bis wir da ankommen. Aber besser als zu riskieren, dass die Menschen hier zu Schaden kommen. Ich krieg nicht genug Geld für sowas. Hier ist nichts zu sehen. Der Reflexschuss ist einfach so overpowered. Ohne den wäre ich jetzt entdeckt worden und vermutlich auch getötet worden. Heieiei. Deswegen laufe ich auch die meiste Zeit hier mit Pistole rum. Um einfach kein Risiko einzugehen. Ich sitze auf einer Bombe, die hochgeht, wenn ich mich bewege. Und du kriegst einen Krampf. Und ich krieg einen Krampf. Ja, denke ich mir. Die Bombe ist entschärft. Sehr gut. Hauen Sie ab, schnell. So, dann schnappen wir uns jetzt den Heli. Meine Erwartungen übertroffen, Nomad. Und dann. Ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Wieder getötet. Jetzt müssen wir nur noch gegeneinander antreten und herausfinden, wer überlebt. Es ist eine Gefälligkeit. Eine Chance, die mein Vater nie hatte. Du weißt, wo du mich findest. Bringen wir das endlich zu Ende. Wie er meint, er hätte eine Chance. Ist ja niedlich. Okay, wir haben irgendeine Leiche entdeckt. Nicht da drauf, och Mann, Nomad. Du hast die Aga doch schon lang hinter dir. Leider hat dieser Heli keine Kanonen. Wo sind wir denn eben hergekommen? Von da hinten, da ist auch ein Heli. Ich schau mal eben, ob der Geschütze hat. Nur so. Ja, ich frag für einen Freund. Wenn der nämlich Geschütze hat, dann würde ich den einmal austauschen und dann Bukharov einfach per Luftangriff ausschalten. Da wir jetzt ja entdeckt werden können, weil wir Bomben ausgeschaltet haben. Nein, leider keine Kanonen. Schade. Nun gut. Wird leider etwas schwieriger, als ich es mir wünschen würde.
Aber vielleicht schaffen wir das ja auch, ohne entdeckt zu werden. Vor allem, da wir kaum Chancen haben, wenn wir entdeckt werden. Schwierigkeitsgrad ist halt immer noch extrem. So. Wo könnten wir denn hin? Wir könnten da hinter diesen Schuppen. Alter Schwede, sind da Wachen. Alter Schwede. Eieieiei. Okay. Meint das, wir können hier landen? Ich mach per Fallschirm. Nur um sicher zu gehen. Hab schon lange nicht mehr gespielt. Ich hoffe, ich mach den rechtzeitig auf. Ja. Gut. So, dann doch wieder Pistole. Okay, da hinten ist Booker im Haus. Und dann schnappen wir uns erstmal dann den da drüben. Da hinten rumspazieren. Hoppala. Hello. Is it me you're looking for? Was? Ich suche mir Deckung. Oh shit! Ach Gott! Tschüss! Bin mal weg! Heieiei! Nun! Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Erstmal verarzten und hoffen, dass die nicht so schnell da runterkommen. Heieiei! Oh nein! 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 Das ist ein Vogel? Okay. Oh, oh! Hallo! Scheiße! Hi, der Witzka! Oh, hab so angespannt auf dem Stuhl gesessen. Oh, Alter! Da habe ich, als der um die Ecke kam, habe ich schon mein ganzes Leben an mir vorüberziehen sehen. Okay. Okay, dann machen wir das eben anders. Also eigentlich genauso, nur anders. So. Bin ich schon oben genug? Nein, noch nicht ganz. Den nicht getroffen. Das gibt's doch gar nicht. Ist das was, was explodiert? Oh, Gas. Oh nein, Alter. Hilfst mich, du. Alter, Alter, nein! Oh Mann! Das lief doch die ganze Zeit so gut! Das lief doch die ganze Zeit so gut! Aber das sind einfach so viele Wachen und ich muss zugeben, der erste Versuch, der war noch einigermaßen bedacht, aber jetzt hier der zweite Versuch, der war, ja, es war eines Ghosts nicht würdig eigentlich. Ich kletter jetzt einfach mal hier hoch. Das dürfte so ziemlich der höchste Punkt sein, ja? Dum dum dum. So, ich habe mich kurz stumm geschaltet. Ach ja, das passiert, wenn man sich Erinnerungen über den Google Assistant stellt. Okay, dann haben wir hier Simultanschuss-Drohnen.
einer dieser Tage. Ich wollte da hinten. Och Mann, ich wollte das Giftgas loslassen. Hä? Wie zivile Geiseln? Wie zivile Geiseln sind tot? Was? Was für zivil. Was für. Sind da auch noch Zivilisten drin? Ernsthaft? Das muss ich überprüfen. Das heißt, ich dachte, ich könnte jetzt einfach munter das Giftgas da loslassen, aber sind da wirklich noch zivile Geiseln drin? Weil davon steht hier nichts in der Missionsbeschreibung. Da ist ein Wolfschütze. Ist da drin? Okay. Tatsächlich, da sind Geiseln drin. Ihr wollt mich doch verarschen. Och Mann. Kann man nicht mal richtig. Ach Mann, ist ja gemein. Dann hätten wir die anderen Geiseln ja auch nicht befreien brauchen. Mann, wie nervig. Wie gemein. So, dann hier, ihn hier. Und den Heavy auf jeden Fall. Wen noch? So, da sind sie alle umgefallen. Okay, das hat geklappt. Die müsste ich. Hab ich ja eben auch, ne? Lad mal nach. Was war das denn jetzt? Oh, hallo. Achso, der ist hinter mir. Verdammt. So, das hier darf ich nicht. Das hier bestimmt auch nicht. Also die, die nah am Gebäude sind, lasse ich einfach. Gehen wir nochmal in Deckung. Ja, so halbwegs in Deckung. So, er steht da hinten um die Ecke. Vorsicht! Da ist was im Busch! Eine. Ist das alles? Irgendwie? Der Feind ist hier. Achtet auf eure Sektoren. Zumindest alles, was draußen rumfleucht. Ich kann einfach das Gift zerschießen, aber ich habe Angst, dass da drin noch Geiseln sind, die dann vom Gift dahin gerafft werden. Habe ich eben nachgeladen oder nicht? Mal lieber kein Risiko eingehen. Hier bin ich. Ich bin ganz nah. Da, guck mal da. So. Hallo. Drinnen haben wir die Geiseln. Aber ich hatte eben noch einen Wolfschützen gesehen mit der Drohne. Zumindest die Drohne hat ihn gesehen, ich nicht. Das hier ist ein Wolfschütze. Das ist doch der Bukharov. Sonst ist da niemand mehr. Okay. Checken wir nochmal. Ich würde ihn gern verhören. Ich mach das jetzt noch einmal. Moment mal, sind da noch welche? Ja.
So, wenn ich da jetzt eine Blendgranate reinwerfe. Kamera. Ich kann ihn nicht greifen. Ich kann ihn nur messern. Sehr schade. Es ist sehr, sehr schade. Nehmen Sie den Sender von der Leiche des Ziels. Okay. Basilisk, Major Pyotr Bukharov, Erbe von Raven's Rock, ist tot. Der Wunsch, seinen Vater zu rächen, war sein Verhängnis. Jetzt sind die Russen quasi blind. Nice. Und damit war's das. Aber das sind noch Gegner. Einer. Können wir den auch? Es ist ein Vergnügen, endlich mit Ihnen zu reden, Nomad. Stone. Wie haben Sie... Ich höre alles, was auf meiner Insel vor sich geht. Aber keine Sorge, ich weiß nicht, wo Sie sind. Ziel getroffen, wiederhole. Ziel getroffen. Willst du mich verarschen? Wo kam der denn jetzt her? Es ist mir ein Vergnügen. Oh nein, guck mal. Endlich mit Ihnen zu reden, Nomad. Stone. Wie haben Sie... Ich höre alles, was auf meiner Insel vor sich geht. Aber keine Sorge, ich weiß nicht, wo Sie sind. Noch nicht. Sie haben einen meiner Bauern aus dem Spiel genommen. Gut gemacht. Ich bin beeindruckt. Wir sind uns ähnlicher, als Sie glauben. Sie sind ein Mörder. Mehr nicht. Dazu verflucht, in Walkers Schatten zu leben. Sie erkennen es noch nicht, Nomad. Das ist größer, als Sie meinen. Ghosts verändern die Welt nicht. Ich schon. Und Walker ist tot. Dank Ihnen. Ich lebe noch. Was sagt uns das? Dass ich dich noch nicht zu Gesicht bekommen habe. Das sagt uns das. Okay, gut. Jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.